Zum Glück gibt es in Deutschland viele schöne Feiertage. Die meisten davon werden mit kitschigen Engeln oder Geschenken gefeiert. Man feiert die Menschenliebe oder das Zusammenkommen. Und dann, tja, dann gibt es noch das düstere und unheimliche Halloween. Mein absoluter Favorit unter den Feierlichkeiten. Um die Stimmung gruselig zu halten, gibt es heute einige unheimliche Easter Eggs, die der ein oder andere von euch vielleicht noch nicht kennt. Wenn man über gruselige Easter Eggs spricht, gibt es eigentlich nur zwei Kategorien. Die Jumpscares und die Art von Geheimnissen, die den Grusel im Kopf entstehen lassen. Zu der ersten Art gehört der nette kleine Jumpscare aus Call of Duty Black Ops 2. In der Zombie-Kampagne macht man in erster Linie eines: Unmengen von Zombies töten. Wenn man durchgehend von rennenden Zombies attackiert wird, ist das schon für manche ein Grund zum Durchdrehen. Die Entwickler haben das Fürchten allerdings so weit auf die Spitze getrieben, dass man fast schon in jeder Sekunde Angst haben muss, erschreckt zu werden. Wenn ihr auf der Zombie-Map Mob of the Dead mit Hilfe von einem Sniper-Gewehr auf das schöne Feuerwerk zielt, passiert Folgendes. Das hat bestimmt schon mal für den ein oder anderen Aufschrei im Teamspeak gesorgt. Ein ähnliches Easter Egg findet man im ersten Teil der Five Nights at Freddy's Reihe. Dort gibt es einen Animatronic, der auf den Namen Golden Freddy hört, der hin und wieder unter bestimmten Umständen einen kleinen Jumpscare vollführt. Sollte der Spieler in der Kamera 2B dieses hübsche Poster hier mit dem goldenen Freddy drauf sehen, dann hört er erst einmal ein kindliches Lachen. Und wird dann auch noch von dem goldenen Freddy höchstpersönlich im Überwachungsraum begrüßt. Uah. Harvest Moon ist eines der Spiele, die vor lauter bunter Farben und Fröhlichkeit fast schon Einhörner kotzt. Die wenigsten können sich vorstellen, dass sich im Spiel ein so gruseliges Easter Egg versteckt, dass man sich ziemlich erschrecken kann, wenn man denn unerwartet drauf stößt. Schlägt die Uhrzeit in Friends of Mineral Town exakt 4.44 Uhr, dann solltet ihr einmal den Fernseher einschalten. Um diese Uhrzeit wird nämlich kein normales Programm gesendet, sondern durchgehend diese Nachricht auf dem Bildschirm ausgegeben. Wer sich ein bisschen mit der japanischen Kultur auskennt, der weiß, dass in Japan die 4 eine Unglückszahl bzw. ein böses Omen ist. Das liegt daran, dass diese Zahl und das Wort Tod eine ähnliche Aussprache hat. Erinnert sich hier noch jemand an Half-Life? Das Spiel, das 2017 ganz bestimmt eine Fortsetzung bekommt? Half-Life 3, confirmed by me, Lex. Im Spielverlauf trifft man relativ früh auf die sogenannten Zombies. Menschen, die von Headcrabs oder zu Deutsch Kopfkrabben befallen wurden und von ihnen gesteuert werden. Diese Zombies geben schon unter normalen Umständen einen ziemlich verstörenden Ton von sich, wenn man sie in Brand steckt. Spielt man das Ganze allerdings rückwärts ab, wird das wirklich, wirklich abartig und verstörend. Ihr habt richtig gehört. Die befallene Person schreit aus voller Lunge und fleht Gott um Hilfe an. Das ist heftig. Zum Schluss kommen wir zu Psychonauts, ein Spiel, das heutzutage scheinbar schon in Vergessenheit geraten ist. Ähnlich wie Harvest Moon gehört Psychonauts zu den Spielen, bei denen man nicht wirklich mit richtig krass gruseligen Easter Eggs rechnet. Im Spiel trifft man irgendwann einmal auf die Agentin Milla Vodello, bei der man die Schwebeausbildung absolviert. Dafür reist der Protagonist in ihr Geist, der an eine riesige 70er-Jahre-Party erinnert. Das ganze Setting ändert sich jedoch, wenn man den vorgegebenen Pfad verlässt. Springt man in diesem Raum auf diesen Vorsprung und betritt den Raum dahinter, trifft man auf eine Box mit Millas tiefsten Geheimnissen. Why did you let us die alone now?
Was auf den ersten Blick wie ein ganz normaler Albtraum aussieht, entpuppt sich als ein echter Horrortrip, wenn man die Hintergrundgeschichte von Miller kennt. Miller kümmerte sich in der Vergangenheit nämlich um Kinder in einem Waisenhaus. Nachdem Miller eines Tages von einem Wocheneinkauf zurückkam, stand dieses Waisenhaus in Flammen und alle Kinder in ihm starben im Feuer. Was wir hier also sehen, sind die Erinnerungen an die Schreie der verbrennenden Kinder. Was für ein Spiel, das ab 12 Jahren freigegeben ist, ziemlich heftig ist. Damit sind wir am Ende angelangt. Ich hoffe doch sehr, dass dich das ein oder andere Easter Egg ein wenig gegruselt hat und du bereit für Halloween bist. Wenn du jetzt erst einmal ein bisschen runterkommen willst, dann ist das überhaupt kein Problem, denn ich verlinke hier nämlich einfach mein letztes Video, bei dem du alles Mögliche über Mario Kart erfährst. Du darfst mir natürlich sehr gerne ein Feedback hier lassen oder sogar meinen Kanal abonnieren. Wenn du das nicht tust, tja, dann kommt dich das kleine Horrorpummeluff holen und wird dich...